Lange hat es gedauert, bis die Fortsetzung in die Kinos kommt. Jetzt ist es endlich soweit. Der zweite Teil von Jack Reacher läuft an. Kein Weg zurück. Bevor ihr denselben Fehler macht wie ich, fangt gar nicht erst an, da irgendwas in diesen Titel hinein zu interpretieren, was das wohl für die Handlung bedeuten könnte. Ist komplett beliebig. Das soll einfach nur irgendwie cool klingen oder wie auch immer. Hat mit der Handlung absolut nichts zu tun. Ja, und beliebig ist leider auch das Stichwort für den gesamten Film, muss ich sagen, weil das Ding ist sowas von, ja, wie aus dem Hollywood-Baukasten für Screenwriter oder sowas zusammengebaut, zusammengepuzzelt. Das haben alle schon tausendmal gesehen, nur vielleicht nicht in dieser Kombination oder nicht bei Tag, sondern nur bei Nacht oder nicht mit Tom Cruise oder was auch immer. Das heißt, also es ist wirklich, ja, es gibt da halt den Bösewicht und der glaubt, dass er tun und lassen kann, was er will, dass er über dem Gesetz steht. Und der hat natürlich seine Schergen, seine Jungs fürs Grobe. Und durch die muss sich Jack Reacher nach und nach nach oben arbeiten, bis er beim Kopf der Schlange angelangt ist. Den schneidet er am Ende des Films ab und alle sind happy. Das war echt die gesamte Handlung, ich schwör's euch. Es gibt noch so ein paar Nebenbegleiterscheinungen oder Störversuche. Da gibt's halt ein Kind, wo man glaubt, ist es jetzt seins? Also er weiß es auch nicht so genau. Und den ganzen Film überfragt man sich, ist sie es nicht? Cobie Smulders spielt mit und die darf jetzt auch ab und zu mal zulangen. Macht das auch gut, muss ich sagen. Hat man wirklich gut besetzt und Tom Cruise natürlich sowieso, der ist bei Actionrollen, ja, das ist einfach sein Ding, das macht er sehr, sehr glaubwürdig, auch hier wieder beim Vermöbeln lassen, also das ist schon klasse. Aber was mich gestört hat, ist, dass man ganz einfach jetzt nicht quasi dem Pfad einfach des ersten Teils gefolgt ist, weil den fand ich klasse. Hätte ich locker 4 Sterne für vergeben, vor allen Dingen deswegen, weil man gesagt hat, okay, Mission Impossible haben wir ja schon, da ist Action Trumpf, schneller, höher, weiter, imposanter, wie auch immer, finde ich auch klasse. Soll es auch weitergeben. Ihr erinnert euch bestimmt an meine Kritik. Ich habe 5 Sterne vergeben, fand das einfach super. Hoffe, dass es da auch noch viele, viele Teile von geben wird. Aber wir brauchen ja kein zweites Mission Impossible oder so ein kleines Mission Impossible mit dem halben Budget oder was auch immer. Sondern, dass man gesagt hat, okay, Jack Reacher ist ein anderer Charakter, auch wenn es halt wieder Tom Cruise ist, der wieder die coole Nummer gibt und den Schläger und so. Aber trotzdem, da kommt es auf seinen Intellekt an. Er ist halt Ex-Militär, kann gut kombinieren, hat ein tolles Gedächtnis. Ja, so ein bisschen Sherlock Holmes gemacht. Auch Krimi war es ja, wo es eigentlich darum ging, zu sagen, im ersten Teil, der Typ ist unschuldig, nur Jack glaubt an seine Unschuld und dann beweist er halt anschließend schlüssig, warum er nicht schuldig sein kann. Also ein moderner Krimi eigentlich, so ein paar Action-Elemente waren schon dabei. Wie gesagt, mal gab es Kloppe, mal gab es eine Verfolgungsjagd, aber das steht absolut ja nicht im Vordergrund. Und deswegen fand ich das einen sehr schönen Kontrast zu Mission Impossible. Hab also dementsprechend natürlich jetzt hier auch dasselbe Muster bei Teil 2 erwartet. Und genau das hat man nicht geliefert. Man ist also sozusagen in die Mission Impossible-Falle getappt, hat einfach mehr Action reingepackt, mehr Verfolgungsjagden, mehr Schlägereien. Dann ist das Finale auch wieder eine Schlägerei. Und das war es dann auch schon. Also irgendwie, ihr merkt, ich bin da arg von enttäuscht. Obwohl, die Stunts sind klasse, die Action ist toll, Tom Cruise spielt wieder klasse, Cobie Smulders sowieso und halt auch, ist es spannend, muss ich auch zugeben, kurzweilig. Ich glaube, netto so 1 Stunde 50 Minuten etwa und davon waren vielleicht so 10, 15 Minuten, wo man sagt, okay, ein bisschen durchatmen, Wasser trinken, mal aufs Klo gehen oder was auch immer. Also alles noch im grünen Bereich. Aber ansonsten war es halt sehr stereotyp, alles hat man schon mal gesehen, es war nicht kreativ und es war vor allen Dingen nicht dieser Unterschied zu Mission Impossible, wie ich das erwartet habe. Und deswegen vergebe ich jetzt am Ende auch nur 2 von 5 möglichen Sternen für den zweiten Teil von Jack Reacher, kein Weg zurück. Also 1 Stern für die gute Action, 1 Stern, weil es spannend und kurzweilig war. Das ist dann aber echt schon eine wohlwollende Bewertung. Mehr hat das Ding absolut nicht verdient. Und damit hoffe ich, euch ein bisschen weitergeholfen zu haben bei eurer Entscheidungsfindung. Würde ich abschließend noch bitten, seid ihr noch so freundlich, meinen Kanal noch zu abonnieren und vor allen Dingen auch weiter zu empfehlen. Dafür im Voraus schon ganz herzlichen Dank und euch wie immer viel Spaß im Kino. Ciao.